Bitcoin soll auf 24.000 US-Dollar fallen. Und was hat eigentlich Larry Fink von BlackRock zum Thema Kryptowährungen gesagt? Das sind die Themen, die wir uns heute ansehen werden. Wenn dir das jetzt schon gefällt, dann lass doch schnell noch einen Daumen nach oben da und abonniere gerne meinen Kanal, um auch in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Und wir starten jetzt direkt rein in das allererste Thema, denn hier geht es um die Aussagen zum Beispiel von Michael von der Popp, der Meinung ist, dass der Bitcoin, sofern wir dieses Niveau von 31.000 US-Dollar beim Bitcoin nicht halten können, auf 29 und auf 24.000 US-Dollar fallen werden. Das sind seine Aussagen, die er öffentlich kommuniziert hat. Vor allem auf Twitter ist er sehr aktiv. Und bevor wir uns diese Analyse einmal genau angucken, möchte ich erst einmal auf die Vergangenheit hinweisen. 2017 habe ich begonnen, mich mit dem Thema aktiv zu beschäftigen, um genau zu sein, im August. Dort lag der Wert ungefähr bei 3.200 bzw. 3.500 US-Dollar. Und seitdem ist viel passiert. Wir haben zum einen ein All-Time-High 2017 von knapp 20.000 US-Dollar gesehen, anschließend ein Low von knapp 3.200 US-Dollar, 2019 dann knapp 14.000 US-Dollar und anschließend ging es 2020 wieder richtig los und wir wissen, welche Höchstwerte wir anschließend erreichen konnten. Also würde ich aus eurer Sicht, wenn ihr nicht gerade aktiv tradet oder ähnliches, eben nicht so viel auf diese Aussagen geben, sondern vor allem langfristig orientiert investieren. Das ist meine persönliche Meinung, denn auch ich halte es genau so. Ich investiere in Assets und hodel sie und baue quasi über die Zeit weitere Assets auf, beziehungsweise mehr Bestände, um eben für entsprechende Anstiege dann vorbereitet zu sein. Es ist natürlich relativ einfach zu sagen, dass man low kauft und extrem hoch dann wieder verkauft. Daher gehört eine Menge Erfahrung dazu. Auch ich bin nicht perfekt und habe viele Situationen nicht richtig eingeschätzt, aber man lernt eben aus den Fehlern aus der Vergangenheit. Von daher ja, würde ich, wie gesagt, dazu raten, das Ganze einfach langfristig orientiert zu betrachten, eben sich nicht emotional leiten zu lassen durch zum Beispiel Werte von 29 oder auch 24.000 US-Dollar, sondern vielmehr die Chancen dahinter zu sehen und wahrzunehmen, denn so können wir natürlich viel günstiger in den Markt einsteigen und wenn wir sowieso das Ziel haben, langfristig zu investieren und auch die Positionen eben über einen entsprechenden Zeitraum zu halten und nicht spekulieren, dann kann das eben extrem gut verlaufen. Es ist natürlich immer noch ein spekulatives Asset und es sind immer noch Risiken, die damit einhergehen. Das möchte ich gar nicht in irgendeiner Art und Weise wegschieben, aber ich bin der Meinung, und das haben wir bereits in den vergangenen Jahren gesehen, dass der Bitcoin gekommen ist, um zu bleiben. Er wird eben auch die Finanzwelt weiterhin revolutionieren und das Denken komplett verändern. Davon bin ich absolut überzeugt. Und wenn man sich mit dem Thema Bitcoin und Kryptowährungen beschäftigt, dann merkt man relativ schnell, was für Möglichkeiten da eigentlich drinstecken und was wir in der Zukunft noch zu erwarten haben. Deswegen sind solche Aussagen sehr interessant und werden sicherlich nochmal einige Meinungen eben auffächern und ja, diese kann man dann eben nutzen oder eben auch nicht. Das kann man dann selber entscheiden, um zum Beispiel Kaufentscheidungen abzuwägen oder vielleicht auch Kapital, das man bereit ist zu verlieren, bereitzulegen, um also diese günstigen Entries hier zu erwischen. Dann Michael von der Popp ist der Meinung, dass wenn wir die 31 bzw. 31.500 US-Dollar nicht halten können, dass wir auf 29 oder 24.000 US-Dollar fallen werden. Das Ganze hat in der Grafik hier nochmal auf Twitter veröffentlicht und klargestellt. Er ist immer noch extrem bullisch eingestellt und glaubt auch, dass sechsstellige Werte realistisch sind. Doch wir sprechen natürlich hier von einem Zeitrahmen von Monaten oder vielleicht sogar Jahren. Und wenn man eben so viel Zeit hat, so wie es Costolani in der Vergangenheit gesagt hat, dann kann man ruhig erstmal einige ja, Investitionen tätigen, Schlaftabletten nehmen und in einigen Jahren wieder aufwachen und sich über die Gewinne freuen. Von daher halte ich diese ganzen Sachen für zwar sehr spannend, aber eben auch nicht für unbedingt wegweisend. Denn das Einzige, was ich hier sehe, sind eben weitere Möglichkeiten für weitere Investitionen und günstige Entry Points und wir müssen eben auch sagen, dass es natürlich verschiedene Faktoren gibt, die sich aktuell auf den Bitcoin-Preis auswirken. Zum einen haben wir die Bitcoin-Miner in China, die ihre Farmen schließen müssen durch die Regierung. Sechs Provinzen sind bereits betroffen und das führt definitiv dazu, dass zum einen die Hashrate, aber auch die Difficulty weiter sinkt und das
äußert sich dann auch in einer Preisanpassung des Bitcoin. Auf der anderen Seite gibt es einige regulatorische Fragen, die gerade offen sind. Gerade Binance ist hier extrem stark unter Beschuss und hier werden wir sicherlich noch einige sehr interessante Informationen bekommen. Trotzdem ist das erstmal nicht so schön, wenn eben Japan, UK oder auch Italien sich auf einmal gegen Binance stellt und der Meinung ist, dass diese Plattform hier also nicht mehr handeln darf, dass Aktivitäten eben nicht mehr durchgeführt werden dürfen. Und dann haben wir noch den letzten Punkt, dass die Pandemie zwar immer noch da ist, aber dass auf der anderen Seite eben weniger Restriktionen herrschen. Viele sind im Urlaub, viele sind verreist und damit fehlt natürlich auch einiges an Liquidität, denn die Bestände werden dann einfach nicht angerührt, sondern liegen gelassen und dann gibt es auch keine weiteren Transaktionen oder ähnliches. Und ich glaube, sobald wir eben Richtung Herbst oder Winter wieder unterwegs sind, wird sich die Situation wieder komplett verändern. Also können wir uns erst einmal gespannt zurücklehnen, die Situation betrachten, etwas Urlaub machen und in einigen Monaten wird es dann sicherlich wieder einige Möglichkeiten geben, vielleicht sogar gewinnbringend die Bestände, wenn man das möchte natürlich, hier abzustoßen. Jetzt erstmal denke ich, dass wir weitere Entry Points haben, Einstiegspunkte, die wir also nutzen können. Sehen wir uns das zweite Thema an und hierbei geht es um den Basic Attention Token, BAT oder BAT und den Brave Browser. Wichtig, bevor ich damit anfange, ich bin nicht gesponsert oder ähnliches, sondern nutze den Brave Browser selber, bin davon absolut überzeugt und finde, dass das eine wunderbare Lösung ist, um verschiedene Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Der Basic Attention Token ist ziemlich bekannt, würde ich sagen. Denn das ist quasi der Token, den man bekommt, wenn man den Brave Browser benutzt. Und dieser Brave Browser ist eine quasi Blockchain-basierte digitale Werbeplattform. Denn die Plattform hat sich eben zum Ziel gemacht, die Werbung zu revolutionieren. Man muss also keine Werbung mehr anschauen, wenn man das nicht möchte. Man kann aber und für jedes Mal, wenn man sich also Werbung anguckt, wird man quasi in BAT entlohnt. Das Ganze kann sich lohnen. Ich habe jetzt einige Monate den BAT-Browser bzw. den Brave-Browser laufen lassen, nutze ihn täglich und konnte so im Monat zwischen 10 und 20 BAT eben dazu verdienen. Und diese BAT, die man eben bekommt, sind dann eben im besten Fall auch mal eben $1,60 wert, so wie es beim All-Time-High der Fall war. Und das Ganze ist eben auch interessant, weil der Browser datenschutzorientiert arbeitet und Werbung und Tracking eben komplett wegblockiert. Auf der anderen Seite kann man aber auch Creator, das heißt also zum Beispiel Webseiten wie BTC Echo, Cointelegraph, Coindesk und so weiter unterstützen. Da gibt es einen Schalter in den Einstellungen, wo man also automatisch die Verteilung der BAT einstellen kann. Und umso länger man auf Plattformen unterwegs ist, umso mehr wird quasi an die Creator gespendet. Das kann man aber auch komplett abschalten und die BAT-Token auch für sich behalten. Das funktioniert genauso gut. Also man ist hier komplett flexibel in den Entscheidungen. Von daher solltet ihr euch den Browser mal angucken, denn in Zukunft werden auch noch einige sehr spannende Dinge kommen, wie zum Beispiel ein Mobile Device Wallet für BAT. Vielleicht gibt es sogar auch in Zukunft die Anwendung bzw. den Browser für Mobile Devices, wo man dann ebenfalls über Werbung Geld verdienen kann, wenn man das möchte, bzw. in dem Fall Token. Außerdem müssen Werbetreibende zum Beispiel auch ein Mindestwerbebudget von 2.500 US-Dollar pro Monat bereitstellen. Davon gehen dann 15% an Brave, 15% an den Publisher und 70% an die User. Man sieht also, die Verteilung ist definitiv sehr fair. Aktuell gibt es 30 Millionen aktive Nutzer, 10 Millionen täglich und 1 Million verifizierte Creator, die BAT akzeptieren. Also auch hier sieht man, dass die Szene immer größer wird. Und die Frage ist natürlich, woher kommt eigentlich der Basic Attention Token? Und dieser wurde von Brandon Eich und Brian Bondi erfunden. Die erste Person war in der Vergangenheit CTO von Mozilla und hat 1995 das JavaScript erfunden. Und Brian Bondi war der CTO von, oder ist der CTO von Brave und war in der Vergangenheit Senior Software Engineer bei Mozilla. Man sieht also, die beiden haben extrem viel Erfahrung in diesem Bereich und konnten deswegen auch einen super interessanten ICO launchen, der innerhalb von einer Minute knapp 35 Millionen US-Dollar eingebracht hat. Seitdem wächst die Szene immer weiter. Der Browser wird immer mehr akzeptiert und genutzt. Wie gesagt, ich bin auch dabei und bin davon überzeugt. Wobei ich aber
auf den einen oder anderen Seiten Performance-Probleme habe. Das kann auch an dem Blocken von Werbeinhalten liegen oder vielleicht an anderen Aspekten, die ich nicht genau weiß. Aber das sollte man sich vielleicht auch nochmal vor Augen führen, dass es also auf der einen oder anderen Seite eben auch kleinere Probleme geben kann. Am Ende ist das quasi eine Art Chromium, also ein Google Chrome, den man hier benutzt, der normalerweise sehr stabil und schnell funktioniert. Und in Zukunft soll es dann eben weitere Upgrades natürlich geben. Zum einen eben diese Mobile Devices, die eben unterstützt werden sollen. Außerdem soll eben auch zu der ETH-Unterstützung noch Bitcoin, Polygon und andere Chains dazukommen und auch Second-Layer-Lösungen. Man sieht also, die Jungs arbeiten aktiv an dem ganzen Spaß. Aktuell liegen wir ungefähr bei 50 Cent pro Stück. Das All-Time-High lag bei 1,65. Und es gibt eben auch einige Aussagen, dass BRT das Potenzial hat, in den kommenden Jahren zwischen 2,50 und 2,70 zu erreichen. Und wenn das tatsächlich passieren sollte, haben wir auf jeden Fall einen wunderbaren Multiplikator und definitiv ein Produkt mit einem Anwendungsfall, den jeder verstehen kann. Von daher guckt euch gerne mal BRT an, guckt euch mal den Brave Browser an und überlegt, ob ihr etwas mit dem Browser anfangen könnt. Sehen wir uns noch das letzte Thema an. Und hierbei geht es um die Aussagen von Larry Fink von BlackRock. BlackRock, für alle die, die es nicht wissen, ist der größte Vermögensverwalter dieses Planeten. Sie halten unglaublich viele Beteiligungen an den größten Unternehmen des Planeten, haben aber auch das meiste Kapital, das sie verwalten für diese Unternehmen und für verschiedene Investoren. Und Larry Fink hat sich gegenüber von CNBC nun wie folgt geäußert. In der Vergangenheit haben sie mich immer wieder nach Krypto und Bitcoin gefragt, aber in meinen letzten zwei Wochen auf Geschäftsreise wurde keine einzige Frage dazu gestellt. Das ist einfach nicht im Fokus von Rentnern und langfristigen Investoren. Wir sehen sehr wenig, was die Nachfrage der Investoren angeht. Ja, die Gründe, warum das Interesse der Investoren zurückgegangen ist, habe ich bereits in dem Thema davor erklärt. Wir haben also verschiedene Auswirkungen, die sich sicherlich auch hierauf auswirken werden. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass BlackRock eine Beteiligung an MicroStrategy hat. Und MicroStrategy ist eine IT-Firma, die über 105.000 Bitcoin zum jetzigen Zeitpunkt hält. Das heißt also, sie haben definitiv indirekt Beteiligungen an Bitcoin-Beständen. Und auf der anderen Seite wissen wir eben auch, dass Pensions- und Staatsfonds sowieso kein Interesse an Kryptowährungen haben. Von daher sprechen wir also nur von entweder Fonds oder eben von Entscheidungen von Investoren, die sich mit dem Thema sowieso nicht auseinandergesetzt haben, das vielleicht sogar gar nicht verstehen oder es für zu volatil oder zu riskant eben halten. Deswegen würde ich auf diese Aussagen auch nicht allzu viel geben. Schade ist es definitiv, dass Larry Fink sich so erstmal äußert, anstatt eben auch noch den ein oder anderen positiven Satz hier dabei fallen zu lassen. Denn was wir definitiv wissen, ist, dass BlackRock eher als kryptofreundlich eingestuft wird und sich weniger gegen Kryptowährungen stellt. Und jetzt sehen wir einfach mal in den kommenden Wochen und Monaten, wie sich BlackRock dann noch zukünftig positionieren wird. Gut, ich hoffe, euch hat dieses kurze und informative Video gefallen. Falls es so war, würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr weitere Videos zu dem oder anderen Themen sehen wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall direkt erstmal ein Abo da lassen. Ansonsten hören und sehen wir uns die Tage wieder. Ciao, ciao.